Hi, mein Name ist Marc und ich möchte euch heute mal erklären, was es mit der Untergrundvorbehandlung gerade speziell im Bereich Beton auf sich hat. Das heißt folgendes, wir haben hier mal drei unterschiedliche Schleif- oder Untergrundvorbehandlungsmechanismen für Beton hingestellt. Fängt ganz einfach rechts an mit Stocken, geht hier links weiter mit ganz normalen Vidia-Schleifen oder hier dementsprechend auch mit einer PKD-Scheibe. Generell kennt ihr eines, und zwar das ganz normale Schleifen. Da wird einfach was vom Untergrund abgenommen, das heißt die haftvermindernden Stoffe wie Betonschlemmen. Im Gegensatz dazu ist das Stocken schon ein bisschen intensiver, das heißt der Untergrund wird zerstört, die Poren noch deutlich besser geöffnet, um hier wirklich eines zu erzielen, die ideale Verkrallung. Um mit dieser Variante erstmal zu beginnen, wir haben hier eine PKD-Scheibe, ihr seht hier eines, Zähne auf der Scheibe, heißt natürlich auch folgendes, Altbeschichtungen können hiermit entfernt werden, genauso wie Beton angeschliffen, hat im Grunde genommen genau dieselbe Wirkung wie hier diese Segmentschleifscheibe, nur deutlich effizienter mit deutlich mehr Hintergrund, das heißt deutlich flexibler in der Anwendung. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt, aber eines ist natürlich auch zu beachten, wenn ihr mit unseren normalen Grundierungen, das heißt normalen PMMA-Grundierungen oder auch Quadro auf Beton arbeiten wollt, ist eines zu berücksichtigen, und zwar die Restfeuchte von maximal 5%. So, die erste Fläche ist geschliffen, weiter geht es mit der nächsten. Man kann sich natürlich sehr leicht vorstellen, dieses ohne Absaugung, ohne Gehörschutz, äußerst unangenehm. Deswegen ganz wichtig, mit Staubsauger und Gehörschutz zu arbeiten. Weiter geht es jetzt hier mit Stocken. Das Ganze wurde geschliffen. So, hier sieht man jetzt natürlich massive Unterschiede. Auf der linken Platte wurde nur geschliffen, das heißt, das Ganze ist relativ glatt obendrauf. Hier ist alles deutlich rauer, das heißt, hier ist ein viel besserer Haftverbund dementsprechend gegeben, somit alles komplett entfernt. Nachdem die Fläche geschliffen wurde oder gestockt wurde, ist natürlich eines sehr wichtig, und zwar den überschüssigen Staub, das heißt das abgeschliffene Material, was der Staubsauger nicht aufgenommen hat. Hier sieht man das besonders gut, natürlich auch von der Fläche komplett zu entfernen. Ja, das war's zum Thema Untergrundvorbehandlung auf Beton. Dankeschön.